Glücksspiel im Internet. Jetzt das Thema bei mir in der Servicezeit. Hallo, liebe Zuschauer. Ja, von wegen Millionengewinne. Glücksspiel im Netz, das ist eigentlich verboten. Allerdings boomt der Markt. Und das liegt doch daran, dass die Anbieter meist im Ausland sitzen. Oft mit gravierenden Folgen für die Spieler. Denn Glücksspiel kann spielsüchtig machen. Bis zu 50.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen sind betroffen. Wir haben einen jungen Mann aus Bielefeld getroffen, der war bereit, mal auszupacken, wie er spielsüchtig geworden ist und vor allem, wie er es geschafft hat, aus dieser Misere rauszukommen. Rien ne va plus. Nichts geht mehr? Von wegen. Gezockt wird im Netz rund um die Uhr, egal wie alt man ist. Christian S. aus Bielefeld war schon in jungen Jahren fasziniert dabei und möchte lieber unerkannt bleiben. Angefangen hat bei mir alles mit 16 Jahren. Meine Freunde haben damals alle Poker gespielt und so bin ich dann auch so ein bisschen da reingerutscht und konnte mich auch problemlos bei allen möglichen Anbietern einloggen, anmelden und auch schon Geld einzahlen. Ob Poker oder Roulette, Zugangskontrollen wie in realen Casinos gibt es online nicht. Mit ein paar Klicks ein Konto einrichten, überall und jederzeit überhaupt kein Problem. Egal, ob man kreditwürdig ist oder nicht. Sozusagen ein Freifahrtschein für die Jagd nach dem schnellen Geld. Meistens verlor Christian es. Gefangen in seiner Sucht zockte er bis zu 10 Stunden ohne Pause. Er war längst ein Spieljunkie, wollte es aber nicht wahrhaben und verheimlichte lange seine Spielsucht, pumpte sich von seinen Eltern immer wieder Geld, bis auch das nicht mehr ging. Die Erkenntnis, dass ich das Spiel nicht mehr im Griff habe, kam so nach 2 bis 3 Jahren, wo ich dann das erste Mal wirklich im vierstelligen Bereich Summen verloren habe, bis ich dann irgendwann bei 8.000 Euro war. In seinem Fall eingefordert von PayPal. Das aber ist in Deutschland illegal, weiß Fachanwalt Guido Lené aus Leverkusen. Er vertritt Dutzende Mandanten mit Glücksspielschulden. Denn bei den Geldtransfers verdienen Banken und Zahlungsdienstleister verbotenerweise kräftig mit. Tatsächlich ist es so, dass sich alle Banken und Zahlungsdienstleister letztlich an verbotenem Online-Glücksspiel beteiligen. Die allermeisten dieser Online-Glücksspielanbieter sitzen im entfernten Ausland. Und die Banken berufen sich hier darauf, dass sie die Zahlungsflüsse nicht ordentlich kontrollieren können, weil sie gar nicht genau wissen, mit wem haben sie da eigentlich zu tun. Eine Schutzbehauptung, denn die Banken nutzen einen sogenannten Merchant Category Code, kurz MCC. Diesen speziellen Zahlungscode gibt es nur für Überweisungen an Glücksspielanbieter im Ausland. Die Banken könnten und müssten sehr genau prüfen, welche Zahlungsflüsse stattfinden und die Banken müssten die auch unterbinden. Zurück zu Christian S. Beim Landesverband Glücksspielsucht in Bielefeld suchte er sich endlich Hilfe nach 6 Jahren Spielsucht. Lange Zeit schämte er sich einfach zu sehr. Eine falsche Scham, meint Glücksspielsucht-Expertin Ilona Füchtenschnieder. Seit Jahrzehnten weiß sie, Hilfesuchende und ihre Angehörigen warten meist zu lange. Ja, manche sagen, die sind doch selber schuld, warum machen die auch sowas? Das weiß man doch, dass man da nicht so viel Geld dafür ausgibt. Aber das Wesen einer Suchterkrankung oder wenn man in ein süchtiges Verhalten schlittert, ist ja, dass man die Kontrolle eben darüber verliert. Ilona Füchtenschnieder schrieb im Fall von Christian S. einfach einen Brief nach Luxemburg an PayPal und berief sich auf die deutsche Rechtslage, dem Verbot von Glücksspielangeboten im Netz. Das gilt selbst, wenn die Anbieter im Ausland sitzen. Deshalb gibt es auch keinen Zahlungsanspruch. Resultat: PayPal verzichtete auf die Zahlung der 8.000 Euro Spielschulden. Mich macht dieses Geschäftsgebaren der Online-Casinos und der Finanzdienstleister wütend. Und der Spieler ist natürlich der schwächere Vertragspartner und im Vergleich zu Glücksspielunternehmen. Und da geht es eben darum, ihn auch als Verbraucher zu schützen und zu sagen, aufzuklären und zu sagen, das ist ein nichtiges Geschäft. Und von daher muss man diese Forderungen eben auch nicht begleichen. Auch Christian S. wusste das lange nicht. Er hat sprichwörtlich Glück gehabt, seine Schulden sind getilgt. Mittlerweile hat er es geschafft, besucht eine Selbsthilfegruppe und hat das virtuelle Glücksspiel ganz aufgegeben. Ich kann nur jedem davon abraten, online irgendwelche Glücksspiele zu spielen, weil man eben so schnell in eine Sucht verfallen kann, dass man es selber gar nicht mitbekommt. Und nicht immer gibt es dann einen solchen Weg zurück.